Ja, meine Lieben, und da begrüße ich euch auch wieder, ja, zu einer weiteren Folge im Haus der tausend Türen. Und wir finden uns genau an der Stelle wieder ein, wo meine letzte Folge, ja, geendet hat. Und das ist jetzt der Anfang aus der ersten Bildsequenz. Wer das erste Video, oder ich sag jetzt mal, wer den letzten Teil von der ersten Folge geschaut hat, der weiß, wo wir uns jetzt befinden. Und ich muss mich jetzt erstmal wieder einfinden. Und wir haben vier Sachen im Inventar, richtig, der Drachenkopf. Da habe ich noch keine Verwendung. Wir schauen mal kurz ins Buch. Hier sind überall Lupen. Mal gucken, was gibt's hier? Das Schloss ist eingerostet. Wenn ich ein Meißel finde und den Stein als Schlagwerkzeug benutze, dann könnte ich es knacken. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder Sachen suchen, um überhaupt hier voranzukommen. Ja, und so ganz am Rande fällt mir ein, ich bin... Oh, da ist irgendwas. Ein Expertenobjekt, okay. Ich bin gefragt worden, beziehungsweise ich habe mich unterhalten. Ja, der Sinn des Spiels ist noch nicht ganz erkannt. Meine liebe Jamie, ich habe dir ja erklärt, die Wimmelbildspiele, die haben alle sehr viele Rätsel und man muss Einzelsequenzen immer wieder spielen. Die ändern sich auch. Man muss nicht immer dieselben Gegenstände suchen und sammeln. Aber alles ineinandergereiht hat man halt in so einem Spiel ganz viele Rätsel zu lösen. Und man muss auch immer wieder an die einzelnen Orte hin und wieder zurückkehren. Und das, finde ich persönlich, macht so ein Spiel halt spannend. Diverse, ja, Rätsel halt einfach zu lösen und nicht irgendwie nur sinnlos Gegenstände zusammen zu sammeln, die unten einem eingeblendet werden. Das hat ja schon einen Sinn. Und wenn du vielleicht auch diese Folge guckst, kommst du so nach und nach immer weiter hinter den Sinn solcher Spiele. Das aber, wie gesagt, nur am Rande. So, und hier fehlt jetzt eines der Glockenspiele. Gut, ich würde sagen, da komme ich nicht rein. Wir gehen mal einfach durch das Tor. Was für ein süßes Tier. Es hält etwas in seiner Pfote. Wie bekomme ich es? Okay, da muss ich auch ran. Also, es reiht sich immer mehr. Und momentan erkenne ich noch nicht einen Anhaltspunkt. Was gibt's da? Ein Fallenteil. Gut, das nehmen wir mit. Noch ein toter buddhistischer Mönch. Warum sind sie alle mit einer dicken Schicht Ruß bedeckt? Das Gebäude sieht einwandfrei aus. Was muss ich hier machen? Ich brauche zwei sternförmige Objekte, um das Schloss zu öffnen. Vielleicht sind die Drachen ein Hinweis, wie der Schlüssel aussieht. Ach, ich habe doch hier vielleicht... Oh, okay, nicht auf der Seite, aber auf der Seite. Das heißt, wir brauchen noch so einen Drachenkopf. Okay, das ist zumindest schon mal wieder ein noch nicht gelöstes Rätsel. Ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Geht's hier weiter?
kann auch sein, dass ich noch mal ganz zurück muss. Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt noch mal zurückgehe? Ah ja, dann sieht das Bild wieder so aus, dass ich rein kann. Weil dieses Rätsel haben wir ja auch noch nicht gelöst. Da fehlt der Mittelteil. Also ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hier ansetze. Ja, die Türen blinken natürlich, aber die verschwinden wieder. Das Haus hat dementsprechend immer schlechte Laune, wenn ich da draufklicke. Gut, wir gehen mal ganz zurück. Vielleicht ergibt sich ja hier und da noch ein bisschen was, weil, wie schon erwähnt, manchmal muss man gewisse Sequenzen nochmal spielen, weil sich dann im Spiel selber etwas verändert hat. Hier ist nichts. Das ist die Startszene. Nee. Hier ist momentan nichts zu holen. Also können wir getrost wieder vorangehen. Aber ich kann ja mal ganz fix auf die Karte gucken. Wir befinden uns jetzt hier. Da ist der Tempeleingang. Marktplatz. Da, ja. Sind wir wieder im Bild. Dieser Hebel, was kann ich mit dem Hebel? Oh, ein Seil. Ja gut, da habe ich nicht richtig geguckt. Ja, manchmal übersieht man dann doch das ein oder andere. Aber wo kommt der Hebel dran? Diese Kirschbaumblüten könnten noch nützlich sein, aber ich brauche etwas, um sie zu transportieren. Okay. Hier kann ich nichts machen momentan. Was ist denn hier bei den Löwen? Ja, er hat was in seinen Pfoten gehalten, aber ich kann ihm auch nichts geben, weil ich noch nichts habe, was ich ihm geben kann. Weil wenn ich vermute jetzt einfach mal, wenn ich da irgendwas draufstelle oder einsetze, bewegt sich vielleicht irgendein Hebelmechanismus. Weil momentan befindet sich das ja im Ungleichgewicht. Hier kann ich nicht rein, da fehlt mir ein Glockenspiel. So, jetzt habe ich ein Seil, aber den kannst du hier nicht gebrauchen. Nö. Elefantenzahn. Ein Meißel. Wie geht das jetzt hier weiter? Also ich habe momentan echt keinen Dunst. Und vielleicht brauche ich einen kleinen Hinweis, indem ich mal jetzt doch aufs Fragezeichen. Ja, ja, da war ich ja, aber wie geht das weiter? Wie soll ich dieses... Soll ich vielleicht doch mit dem Seil? Aber das macht keinen Sinn. Noch ein Hinweis. Der Bambus. Ach. Ja, genau. Wir geben dem Tierchen, oder was soll es eigentlich sein? Ein Waschbär. Ja. Oder, naja, ein Panda sieht es nicht aus. Irgendwas wird es sein. Wir geben ihm einfach mal den Bambus und der hat das Medaillon hat er fallen lassen. Ich denke, ich weiß, wo das Medaillon hinkommt. Deswegen sollten wir jetzt nochmal aus dieser Szene gehen und gehen nochmal hier
auf dieses Rätsel. Hier hat ja... Aber... gut, da ist das Medaillon falsch. Wo hat denn hier noch irgendwas gefehlt? Vorne? Ich glaube hier bei der guten. Verpasst es vielleicht da? Oh. Nett. Jetzt habe ich eine Maus. Eine Mausfigur. Aber okay, da blinkt und blitzt es wieder. Also nächstes Wimmelbild. Dann suchen wir jetzt erstmal ein paar Gegenstände. Ich muss hier erstmal ein paar Sachen zusammensetzen. Weil rote Begriffe, für die, die es jetzt noch nicht wissen, das sind meistens Sachen, die erstmal zusammengebaut werden müssen. Oder eine Aktion ausgeführt werden muss, um halt an diesen Gegenstand erstmal dranzukommen. So, jetzt gucken wir mal in die Kiste. Vielleicht ist hier schon was drin. Ein Löffel... Nö, also ich sehe jetzt auf Anhieb nichts. Nö. Ach, der Haken. Gut, da können wir erstmal den Fisch mit dem Haken angeln. Was ist das? Okay. Anker. Nee, das ist ein Krebs, ist keine Krake. Da ist die Krake. Jetzt habe ich den Fisch geangelt und habe ihn gar nicht eingesammelt. Ja, man achtet halt nicht immer unbedingt auf so Kleinigkeiten. Vielleicht ist jetzt aber irgendwas hier schon aufgegangen, weil die Begriffe, die ändern sich ja. Pinzette lag hier. Reißverschluss. Und ich... Ich glaube zu wissen, dass wir hier auch diesen Meisel finden, den wir in der anderen Bildsequenz brauchen. So, da ist der Hut, da ist das Porträt, da steht der Wecker. Wo ist die Flöte? Hufeisen? Da liegt der Meisel. So, wo ist jetzt die Flöte? Das ist eine gute Frage. Entweder ist es eine normale Flöte oder es kann auch eine Panflöte sein. Hä? Echt jetzt? Wo soll da eine Flöte sein mit dem Hinweis? Ach, hier. Ich habe... Ja, gut getarnt auf braunem Holz, ne? So, da wir jetzt einen Meisel haben, gehen wir doch mal schnurstracks in die Sequenz. Jetzt ist es zu tief und dann brauchen wir das Seil. So, was finden wir? Wir finden eine Steinscheibe. Wir finden eine Kugel.
und eine Zeichnung. Jetzt weiß ich nicht, wir gucken besser mal ins Buch, weil alles wird ja im Buch erfasst. Feuer und Tod. Was ist hier passiert? Was für eine seltsame Macht hat die Mönche in den Wahnsinn getrieben und sie gegenseitig ihr Blut vergießen lassen? Überall sind Skelette. Ihre Kleidung ist in Ordnung, aber ihre Knochen sind mit Asche bedeckt, als ob sie von innen heraus verbrannt waren. Ich habe eine Schriftrolle mit den Symbolen für Feuer und Tod gefunden. Hat sie irgendetwas mit den Feuerbällen im Haus zu tun? Also wir haben jetzt praktisch in unser Tagebuch dieses Bild eingeklebt, damit wir es sehr wahrscheinlich des späteren Zeitpunkts nochmal abrufen können. Aber hier gibt es hier gibt es nichts mehr. Ja gut, hier steht, die Kleidung ist in Ordnung, aber das Skelett selbst ist mit Asche bedeckt. Wie ist das möglich? Ja, es ist schon seltsam, ne? Gut, was haben wir bekommen? Eine Kugel und eine Steinscheibe. Ich denke, das ist das Gewicht, was ich hier brauche. Es funkelt, es glitzert. Es gibt bestimmt einen Grund, dass die Lichtstrahlen auf diesen Ort zeigen. Ja, den gibt es bestimmt, nur... Nur warum? Nee, das ist definitiv nicht das Richtige. Aber die Steinscheibe, die könnte doch jetzt in das Rätsel passen. In der großen Halle, wo die Türen mich immer ärgern. Ja, also, setze das Bild durch Drehen der Ringe wieder zusammen. Klicke einen Ring an und ziehe ihn, um ihn zu drehen. Oh Gott. Jetzt müssen wir dieses Rätsel lösen und ich habe noch gar keine Ahnung, wo oben und unten ist. Was könnte denn hier... Aha. Na, so schwer scheint das nicht zu sein. So vielleicht? Nee. Die Spitzen. Sind die Spitzen nach unten? Ja, die Spitzen müssen nach unten. Hier haben sie gepasst. Ich habe mich hier oben orientiert. So, und der nächste. Oh, beim nächsten wird es schon etwas schwieriger, weil... Da ist jetzt der äußere Rand nicht mehr zu erkennen. Kann ich den drehen? Nee, der äußere Kranz... Ach, der äußere Kranz ist fest. Also werden wir jetzt mal testen, was hier identisch passen könnte. Das ist jetzt nicht ganz so einfach. Einige leuchten rot, andere leuchten mehr gelb. Hier könnte jetzt vielleicht... Ah, jetzt fehlt uns dieser Kranz noch. Ich orientiere mich jetzt mal an dem gelben hier. Ah. Trick 17, würde ich sagen, war das jetzt. Oh, was passiert? Ein Schlüssel. So, wir haben einen Schlüssel bekommen. Aber der Schlüssel hier passt nicht. Da brauche ich so ein Glöckchen oder eine... Wie sieht das aus? Eher wie eine kleine fleischfressende Pflanze? So eine Knospe? Hm. Aber ein Schlüssel war doch hier. Passt er? So, dann... Gucken wir die Szene mal an.
sehr dramatisch. Einer der Griffe fehlt. Wir haben doch hier so einen Griff. Passt der dahin? Nö, der passt natürlich nicht. Das ist der falsche Griff. Es wäre jetzt auch wirklich zu einfach gewesen. Da ist aber auch ein verborgenes Objekt. Okay. Das wäre zu einfach gewesen, wenn es direkt geklappt hätte, ne? Auch klar. Also wir schauen uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Was denn hier so? Hier blinkt was. Auf dem Globus scheint einer der Kontinente zu fehlen. Das heißt, wir werden den suchen müssen. Ja, welche Überraschung. Wir müssen hier Gegenstände suchen. Was gibt es denn da? Da fehlt natürlich auch was. Wahrscheinlich öffnet sich die andere Hälfte des Schildes des Schranks, der das Schwert des Ritters enthält. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber wir kommen hier bestimmt zur nächsten Wimmelbildsequenz. Ja. Und dann werden wir erstmal hier Pferd und Reiter. Brennende Fackel, das heißt rot markiert. Wir brauchen jetzt erstmal so ein fackelartiges Dingen. Hier? Hier vielleicht? Nein. Und müssen es dann entzünden. So gehe ich jetzt davon aus. Was haben wir denn noch? Da steht der Zug. Spinne im Glas. Oha. Hier glitzert was. Was ist das denn? Was soll das sein? Ist das eine Fackel? Na, tatsächlich. Ich hätte es jetzt als alles andere erkannt, aber nicht als Fackel. Patronenhülse. Hier vorne. Was ist das? Rapier? Das ist interessant. Ein Begriff, das ich noch nicht mal zuordnen kann. Spinne. Okay, die Spinne habe ich gefunden. Okay, wir fangen die mal schnell ein. Ich glaube, die ist auch sicher aufgehoben. Oh, ja. Spinnen. Ekelhaft. Dynamit. Eine Brille, eine Mundharmonika. Manchmal geht's zügig und manchmal hängt man dann natürlich. So, was haben wir denn noch? Fernglas, das liegt hier. Das Ahornblatt, das war doch hier. Ein Seepferdchen. Wo ist das Seepferdchen? War jetzt für mich eher ein Holzscheit. Also, ist eine Auslegungssache, nehme ich an. Kamel stand auf dem Kamin. Aber das Seepferdchen, oh, hier vielleicht. Es war aber Zufall eben, dass ich da hingeguckt habe. Ein Beutel. Nee, das sieht aus wie so eine Wasserflasche. Wo ist der Beutel? Und was ist ein Rapier? Rapier. Also, Kinders, ich muss jetzt mal auf das Fragezeichen. Hä? Ach, das da. Das, muss man auch wissen. Also, so ein Degen, so ein zum Fechten, würde ich jetzt sagen, oder keine Ahnung. Das war mir jetzt nicht ganz klar. Aber der Beutel, wo ist der Beutel? Ist es ein Stoffbeutel? Was ist es? Ich nehme jetzt noch mal eine Hilfe. Ach, hier vorne. Ach, so ein kleines Lederbeutelchen. Ja, natürlich. Ja, das ist halt in dem Moment immer, was man sich drunter vorstellt.
Man hat da so sein Bild im Kopf. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben das Beutelchen mitgenommen. Okay. Hier gibt es noch was. Oh. Oh, das ist ein Element, das brauche ich. Was ist da in der Falle? Ich muss es da irgendwie herausbekommen. Das ist richtig. Wir müssen da irgendwie. Was kann ich denn das Beutelchen draufschmeißen? Nö. Natürlich nicht. Oder das Mauseding? Nein. Ich muss da irgendwie die Falle jetzt auslösen, ohne Aufsehen zu erregen, hätte ich jetzt gesagt, ja. Okay. Da war das Teilstück. Und ich habe keine Ahnung. Es geht immer nur so peu à peu, habe ich das Gefühl. Ja, weil genau dieses Ding, was in der Bärenfalle eben lag, brauche ich für dieses Element, für dieses Rätsel. Aber wie komme ich an die Bärenfalle? Hier ist nichts. Also geht's doch erstmal hier weiter. Hier ist. Muss ich hier irgendwas mit dem Beutel veranstalten? Ein Gefäß für diese Kirschblüten. Ach. Ja, ich hatte jetzt wieder einen Eimer oder ein Töpfchen oder eine Schüssel, aber man kann das ja natürlich auch in einem Beutel. Also, eins müsst ihr euch für solche Spiele angewöhnen. Fangt an, um die Ecke zu denken, weil manchmal ist es dann so simpel und ich bin, ich weiß nicht, keine Ahnung, ein bisschen verpeilt und komme dann auf die einfachsten Sachen nicht. Also. Keine Ahnung, woran das bei mir hängt. Irgendwie sind mir gewisse Dinge zu eckig für meinen runden Kopf. Ja, das ist halt dann ein bisschen schwierig. Also, das haben wir gefüllt und ich glaube, das sollten wir dann auch besser mitnehmen. Ich habe jetzt gedacht, das geht automatisch ins Inventar. Wir haben jetzt einen Beutel mit Kirschblüten. Aber das macht auch keinen Sinn für die Bärenfalle. So viel weiß ich schon mal. Also, es würde keinen Sinn machen. Manchmal müssen wir einfach mit diesen Hinweisen arbeiten. Und ich bin mir sicher. Ah, den habe ich übersehen. Guck mal. Können wir einen Elefantenzahn? Ich habe eben da oben hingeguckt und dachte mir, da ist doch auch noch irgendwas, was fehlt. Wir haben eine Spitzhacke bekommen. Eine Spitzhacke. Soll ich jetzt mit der Spitzhacke auf die Bärenfalle? Nee, sicher nicht. Da blinzelt's, aber ich hab doch nix. Nee, ich hab nix dafür. Jetzt ist das Blinzeln weg. Erst war es hier oben, dann war es hier. Jetzt ist es hier. Oder ist das einfach nur, dass das wechselt? Es verwirrt mich. Wo kann ich die Spitzhacke jetzt einsetzen? Gab es noch irgendwas, wo wir auf dem Boden irgendwie rumpickeln hätten müssen? Gab es da nicht noch eine Stelle? Hier war das mit
Nein. Das habe ich auch auf. Hier ist nichts. Den Zeitungsbericht haben wir schon. Nö, hier kann ich nichts machen. Hier gibt's nichts zu tun. Nicht dafür. Es muss hier oben weitergehen. Definitiv. Muss ich jetzt hier vielleicht auf dem Boden irgendwo rumpickeln? Muss ich vielleicht hier? Aha, siehe da. Was ist das? Jetzt habe ich nicht nur eine Mausfigur, jetzt habe ich eine Kaninchenfigur. Ah ja, interessant. So. Und jetzt bin ich auch noch nicht wirklich weiter. Ich weiß nämlich weder, wo das Mausdingens und das Häschen jetzt hin müssen. Gibt es vielleicht irgendwo jetzt eine Wimmelbildszene wieder für mich? Was ist hier oben? Hier oben ist nur die Orgel. Und in der Orgel ist noch nichts dafür vorhanden, dass ich irgendwas einsetzen kann. Ist der Schalthebel. Verammen, ja. Guten Morgen. Jetzt haben wir es. Fallenteil. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich suche und suche und hab's eigentlich schon bei mir. Ich hatte das irgendwie. Wie komme ich denn auf den Hebel? Okay, jetzt haben wir zumindest schon mal das Glockenspiel und gehen auch direkt an die Pforte und setzen das ein. So, was muss ich jetzt mal? Ordne die Glocken so an, dass sie die richtige Melodie spielen. Zieh an der roten Schnur, um zu sehen, ob alles richtig ist. Gelb bedeutet, dass der Notenschlüssel fast an der richtigen Stelle ist. Grün bedeutet, dass er an der richtigen Stelle ist. Wir ziehen erstmal. Alles rot, alles falsch. Das heißt, ich muss jetzt hier die Dinger bewegen. Immer noch falsch. Ja, das kann ja lustig werden, weil soll ich wissen? Oh, er ist grün. Den kann man da lassen. Okay, dann setzen wir den eins runter, weil. Nein, fast richtig. Vielleicht eins runter oder noch. Okay. Wenn das jetzt. Setzen wir das mal dahin. Setzen wir das mal. Probieren wir was mit zwei. Oh, der war richtig. Der ist falsch. Dann setzen wir den halt einen runter und dann setzen wir einen hoch und. Der sitzt ganz oben, setzen wir runter. Fast richtig. Und beide falsch. Also der muss dann runter und dann. Aber das kann auch nicht sein. Vielleicht klingt das ganz gut. Oh, fast. Das war gut. Also, ich hätte jetzt gedacht, ich brauche da länger für. Guten Tag erstmal. Hat er uns irgendwas zu sagen? Bestimmt. Peace to you.
You've come from the House of 1000 Doors, haven't you? I can tell. You are in my Sofoso now, which means you found the missing doorbell. It was hidden inside the house. I gave it to Gabriel myself. That was so long ago, I can barely remember why I'm here. This is a place of sorrow and pain. I think Gabriel asked me to guard something, but I can't remember what it was. Perhaps a cup of tea with cherry tree petals will stir my memory. Also, der Gute, wir gucken ins Buch. Ja, da steht, der Geist des Mönchs. Der Geist kennt das Haus der tausend Türen. Er wusste in dem Moment, als er mich sah, dass ich von dort komme. Er kennt auch Gabriel. Gabriel hat den Mönch gebeten, etwas für ihn aufzubewahren. Ich frage mich, was es war. Ich hoffe, eine Tasse Tee aus Kirschbaumblüten wird sein Gedächtnis auf die Sprünge helfen. Also, wir haben ein Säckchen mit Kirschbaumblüten. Das heißt, wir müssen dem Guten jetzt wohl ein Tee aufsetzen. Nur mit was? Hier ist Feuer. So, weil die. Ach, die müssen schon mal in die Teekanne. Okay. Was gibt's denn hier noch? Stäbchen. Oh, die nehmen wir mit. Da wird er bestimmt nichts dagegen haben. Und das? Oh, jetzt habe ich eine dritte Figur bekommen. Eine Widderfigur. Okay. Ja. Da brauchen wir erstmal heißes Wasser. Okay, jetzt machen wir uns zusätzlich auf die Suche nach heißem Wasser. Da blitzt was. Oh, ups. Jetzt habe ich eine Hahnfigur und ich habe ihm die Vase zertrümmert. Ob er das jetzt so toll findet, weiß ich nicht. Hier hat auch was geglitzert. Achso, das gehört alles zum Tisch. Kann ich hier was gucken? Was gibt's denn hier? Ein Reiniger. Gut, nehmen wir mit. Schriftrollen. Es begann, als die Fremden unser Dorf besuchten. Sie fragten nach einer Unterkunft für eine Nacht. Sie hatten eine Truhe bei sich. Einer der Fremden sagte, sie enthielte ein Feuerjuwel. Diese Worte, einfach während einer Mittagsmahlzeit ausgesprochen, zerstörten viele Menschenleben. Der kleine Wie wartete, bis alle anderen zu Bett gegangen waren. Dann stahl er den Schlüssel zu der Truhe und öffnete sie. In Sekunden war alles voller Feuerbälle. Sie trafen die Mönche und durchdrangen sie, einen nach dem anderen. Die Mönche sahen aus wie rotäugige Dämonen und begannen sich gegenseitig abzuschlachten. Keiner überlebte. Da sind wir jetzt schon mal ein bisschen näher, was das angeht, warum die ganzen Mönche verbrannt sind. Von innen heraus, wenn die da irgendwie von diesen Feuerbällen besessen waren. Ich nenne es jetzt mal so. Gut, ich denke, wir haben diese Mitteilung auch in unser Buch eingefasst. Das Gemetzel unter den Mönchen hat etwas mit dem Auftauchen der Fremden im Kloster zu tun. Die Besucher trugen eine Kiste und während des Mittagessens erzählte einer von ihnen, dass die Kiste ein Feuerjuwel enthielt. Ein junger Mönch wartete, bis alle eingeschlafen waren und stahl dann den Schlüssel zu der unheilvollen Kiste. Plötzlich war die Luft von Feuerbällen erfüllt. Die fliegenden Feuerbälle schossen durch die Mönche hindurch und verbrannten diese von innen nach außen und verwandelten sie in Dämonen mit brennenden Augen. Panik griff um sich und die Mönche begannen sich gegenseitig zu töten. Keiner hat überlebt. Gut, das war eigentlich auch schon die Message auf der Schriftrolle. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, warum die alle gestorben sind. Und wir müssen jetzt immer noch heißes Wasser finden. Was gibt es denn da hinten noch? Ach, das sieht aus, als könnte ich da ein Feuer anzünden. Sieht das hier so aus? Kann man das? Holz. Okay. Leuchtet ein.
Ich brauch Holz. Neues Wimmelbild. Okay. Blaues Gewicht. Hier ist blaue Farbe. Also muss ich wahrscheinlich das Gewicht erstmal finden. Hier. Und hier. Wenn ich es anmal, wird es blau. Okay. Schublade, die geht auf und geht zu. Hä? Hallo? Was macht das für einen Sinn? Ja, okay, gut. Dann ist das jetzt halt mal so. Ein Schwamm. Was machen wir denn mit dem Schwamm? Dartpfeil, Glühbirne, Kürbis, Kranich, Armband. Was soll ich denn mit dem Schwamm? Legen wir ihn einfach nochmal zurück und machen hier die Kiste auf. Oh, da ist ein Hebel. Da ist ein Hebel. Den brauche ich doch. Hä? Warum kann ich den jetzt nicht anklicken? Dartpfeil. Armband. Glühbirne. Eine Socke. Palmzweig. Irgendwo habe ich doch Palmzweig. Hier hinten. Was ist da denn? Bratpfanne. Schraubendreher. Handschuhe und Mond. Mond liegt hier. Aber was soll ich... Drachenkopf. Aha. Der ist gut. Den werden wir auch sehr wahrscheinlich übernehmen. Das ist der zweite Knopf für die eine Pforte. Dieses Geflimmert, wenn es überall so glitzert. Das irritiert mich komplett. Ach, da ist die Pfeife. Da liegt Schraubendreher. Kürbis. Bratpfanne. Ja, und was muss ich jetzt... Das mache ich jetzt wieder auf. Ach, da ist der Handschuh. Da geht es wieder zu, aber... Ach, es ist dreckig. Okay, wo ist die Handschaufel? Muss ich ja auch noch irgendwie zusammenfriemeln, aber mit was? Ach, die war rot, weil die in der Kiste war. Aber ich hab doch, hallo, da war doch noch was drin in der Kiste. Jetzt kann ich nicht mehr dahin klicken. Da war doch dieses Ding. Ihr habt das doch auch gesehen. Ja gut, dann gehe ich jetzt erstmal zu dem Tor. Ich glaube, das war hier. Obwohl, daneben hat es geflimmert. Da gibt es die nächste Wimmelbildszene. Soll ich jetzt erst den Drachenkopf oder soll ich erst da? Soll ich da oder da? Nein, wir gehen erst zum Drachenkopf hier. So.
Um die Riegel zu entfernen, musst du die Drachenköpfe in eine bestimmte Position drehen. Die korrekte Position findest du anderswo. Ich habe doch hier schon mal so komische Symbole gehabt. Und es speichert sich doch alles im Buch ein. Aber die habe ich bis jetzt noch nicht. Also kann ich das jetzt noch gar nicht. Warum muss das immer so kompliziert sein? Okay, dann müssen wir doch Wimmelbildspiel machen. Okay. Da kann ich mich vielleicht schon ein bisschen besser orientieren. Da waren wir ja auch schon mal gewesen. Maske. Eine Gurke. Wo ist die Gurke? Münze, okay. Tasse Wasser. Das geht gerade schon ein bisschen zügiger. Eine Haarspange ist hier. Streichhölzer. Bleistift. Wo soll denn hier eine Gurke sein? Ach, da oben. Weil genau, da auf diesen Laternen, Ballons, Lampions bewahrt man auch Gurken auf. Mhm. So, und was ist jetzt wieder Aale? Ale? Aale? Das weiß schon wieder, wer will, aber ich nicht. Und ein Bleistift. Und hier blinkt es immer noch. Und wo ist der Bleistift? Ist der hier? Bleistift. Hier. Was ist Aale? Dann nehmen wir jetzt einen Hinweis. Hä? Ach, das ist dieses Werkzeug. Okay. Wir haben Brennholz bekommen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zu unserem Geistermönch und werden jetzt erstmal ein bisschen Feuer machen. Vielleicht hier. Ja, der braucht etwas, was schnell brennt. Wenn ich jetzt Feuer und Holz und... Verstehe ich nicht. Braucht er noch Papier? Mit Papier brennt es natürlich schneller. Hä? Setze alle Scheiben auf die rechte Stange und du darfst allerdings nur die... Ach, dieses Spiel. Ach, das gibt es ja auch wirklich. Das ist gar nicht so einfach. Oh mein Gott. Ja, weil man muss... Ne, ich glaube... Man darf immer nur eine bewegen und man darf nur kleinere Scheiben auf die größere legen. Das heißt, die ist jetzt größer. Dann kann ich... Es kann natürlich jetzt auch totaler Quatsch sein. So, jetzt haben wir die schon mal da drüben. Nein, das kommt hier hin. Ich weiß, ich habe das schon... Ich habe das sogar schon... im Real Life hatte ich das auch schon mal gemacht. Ich weiß nicht mehr wo, aber... Die passt jetzt nicht. Die kleinere auf die größere.
Das ist doch gerade totaler Quatsch. Ich muss die darüber kriegen. Ich muss die in der Mitte darüber kriegen. So. Und fragt mich nicht im Nachhinein, wie sich das verhält. Ihr seht ja selber, dass ich jetzt schon verwirrt genug bin. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ja. Und wir haben eine neue Pferdefigur. Wie viele Figürchen gibt es hier noch? Wir haben eine Schallplatte, Expertenobjekt. Okay. Ja, da war ich jetzt schon. Da ist genau dieser Griff, der war in der einen Szene und da konnte ich nicht dran. Ich brauche diesen Griff aber. Also doch, aber wo habe ich dieses die korrekte Position findest du anderswo? Ich weiß doch nicht, was ich hier machen muss. Hier kann ich echt nur probieren, weil... Wie soll ich denn das jetzt hier rausfinden? Die korrekte Position finde ich anderswo. Hier sind Symbole. Hier sind Symbole, aber wie kann ich da wie kann ich das einsetzen?
Guckt mal hier. Seht ihr das? Da habe ich den Hinweis. Den beachtet man erst gar nicht. Ich habe den Bericht gelesen und... Okay, ein Pfeil muss so und ein Pfeil muss so. Das probieren wir jetzt also. So. Ach, guck. Und wieder ein Figürchen. Reiniger, hier sieht ziemlich schmutzig aus vielleicht. Ätze ich da jetzt irgendwas weg? Oh. Diese Maske sieht den Statuen in der Halle gegenüber von diesem Fenster sehr ähnlich. Ich sollte mir die Reihenfolge merken. Okay. Hier. Mhm. Und warum blinkt es da? Klicke auf die Köpfe der Statuen, um sie in die richtige Position zu bringen. Die richtige Position hast du bereits anderswo gesehen. Ja gut, das ist jetzt, die habe ich jetzt hier gesehen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das geht. Ansonsten muss ich öfters da reingucken. Ach so, ich muss das drehen. Okay, jetzt muss ich doch nochmal gucken. Der kantige... ist das der? Nee. Nee. Der ist es. So. Dann habe ich hier so einen halbrunden und der mit dem Bärtchen. Muss ich mir merken. Der halbe Runde. Und der mit dem Bärtchen. Hab gedacht, ich krieg jetzt schon wieder... Oh, ein Puzzleteil. Ich hab gedacht, ich krieg schon wieder ein Tierchen. Das war's schon. Expertenobjekt. Oh, die Puzzle. Die habe ich ja gefressen wie 10 Pfund Schmierseif. Also... Da verzweifle ich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr solche... Da gibt es ja auch... Als Kind hatte ich so ein Schiebespiel. Da musste man dann auch so... Genau in dieser Kombination musste man dann schieben. Ich werd wahnsinnig. Ich weiß nicht, muss ich das jetzt hier einfach... Habe ich irgendwo einen Hinweis... jetzt ist es grau. Sitzt es richtig? Ich bin ja so für Geduldsspiele zu haben, ne? Nehme ich ganz und gar nicht. Aber es ist doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Thank you.
Ich schreibe dies an meine Nachkommen. Dunkle Zeiten stehen uns bevor. Auf der Erde wird das Chaos herrschen und Dämonen werden sich über die Menschen erheben. Aber verliert niemals den Glauben daran, dass das Gute triumphieren wird. Es gibt einen Weg, um die Armee des Chaos zu besiegen und das verfluchte Juwel zu vernichten. Derjenige, der mutig genug ist, sich dem Chaos in den Weg zu stellen, muss 4 magische Schädel finden und eine Orgel aus dem Jericho-Pfeifen bauen. Das sind bestimmt die Totenkopfdinger, die Orgel, wo ich oben ganz in dem Turm war. So, jetzt steht hier: Ich habe den Körper eines toten Mönchs in einem Korridor im Tempel gefunden. Neben ihm lag eine Nachricht, in der er über die kommenden dunklen Zeiten und über Dämonen, die die Erde beherrschen werden, schrieb. Er schrieb, dass es nur eine Möglichkeit gab, die Armee des Chaos aufzuhalten. Derjenige, der mutig genug ist, sich dem Chaos in den Weg zu stellen, muss 4 magische Schädel finden und eine Orgel aus den Jericho-Pfeifen bauen. Das bezieht sich wohl auf die Orgel, die ich im Haus der 1000 Türen gesehen habe. Bingo, genau das habe ich auch vermutet. Ne, hier gibt's nichts mehr. Au. Alle sind tot. Ich bin der Einzige, der überlebt hat. Es wird Zeit für mich, diese Welt zu verlassen. Ich kann aber erst gehen, nachdem ich dieses Artefakt an einen sicheren Ort versteckt habe. Ich werde Buddha um Hilfe bitten. Er und der Schädel werden dieses Geheimnis auf ewig bewahren. Ja, gut. So lebendig sah der jetzt nicht mehr aus und der wird da auch eine Weile gehockt haben. Der Gong ist aus Kupfer. Ich brauche einen Gongschädel. Schädel. Schl. Hallo. Lesen ist auch nicht mehr heute eine Stärke. Ich brauche einen Gongschädel. Schlägel. Schlägel. Oh, meine Güte. Au. Oh, hier muss ich die Tierchen einsetzen. Aber ich glaube. Tun wir das? Nein, tun wir das nicht. Da. Ja, war klar, eins fehlt. Schweinchen fehlt. Wir müssen ein Schweinchen finden. Immer nur die Nachricht. Da ist, wo das Schweinchen fehlt. Da fehlt der Gong. Ihr wisst schon, was ich meine. Aber sonst gibt es hier nichts. Oh doch. Hoi. Ha! Ich weiß was. Ich weiß was. Ich weiß es. Wisst ihr es auch? Wir machen jetzt hier erstmal Feuer. Und zwar Heu brennt schneller und dann gibt's auch warm Wasser. So, und jetzt können wir nämlich hier das heiße Wasser bei die Kirschblüten und dem Geist einen Tee aufbrühen. So, jetzt machen wir noch das Deckelchen drauf. Genau, schön auch. Was hat er da überhaupt für Körner in der Tasse? So, wir haben jetzt einen Tee gekocht und den geben wir dem Geist.
Thank you. That's the best tea I've had in ages. Everything is coming back to me. When the fire came to the monastery and the slaughter started, I found a hiding place and stayed there for 3 days. When I came out, everyone was gone. Then the white man appeared out of nowhere. He gave me a crystal skull and asked me to guard it with my life. Lightning never strikes twice in the same place, so the dark forces that attacked your monastery will not return soon. Stay here and rest assured no one will come to look for the skull, he said. I held on to the artifact until I died, and the man was right, no one came. It's still here, which is why my spirit is not at peace. The skull is in a safe place. Please take the key. It will help you to find it. And now, I can finally go to my rest. Ich würde sagen, der Gute hat sich's jetzt einfach gemacht und hat in dem Moment, dass er jetzt frei sein kann, also sein Geist, hat er praktisch die Aufgabe, diesen Skull zu schützen, auf uns auferlegt. Ja, nett, sehr nett. Gut, dann ist das jetzt so. Dann, es glitzert hier schon wieder. Ich habe jetzt auch diesen Gongschlägel. Dingsbums, ihr wisst, was ich meine. Aber jetzt gehe ich erstmal hier nochmal rein, weil ich will jetzt dieses Dings, na, was ich vorhin nicht mitnehmen konnte. Versuchen wir es nochmal. Halbierte Tomate. Also, die Tomate ist nicht halbiert, das heißt, wir müssen jetzt erstmal halbieren. Gibt es hier eine Möglichkeit? Ja. Komm her, mein Schätzelein. Genau. Ja, das ist mir bekannt, dass die Schubladen aufgehen, aber das ist wahrscheinlich genauso, okay, den Korb, aber es ist genauso wie vorhin, dass wir da nicht so viel machen können. Der Bonsai-Baum, der ist hier. Katze mit Schleife. Katze. Vorhin hat sie doch eine Schleife angehabt. Ja, steht. Die Katze hat ihre Schleife verloren. Vorhin weiß... Ach, hier ist sie doch. Guck. Ich wollte gerade sagen, vorhin hat sie ein Schleifchen angehabt. Pilze. Ilse, Bilse, keiner will. Ich habe vorhin den Pilz gesehen. Jetzt sehe ich ihn schon wieder nicht. Vor lauter Wald sieht man hier die Bäume nicht. Fernglas. Muschel. Ich will das jetzt haben. So, Türgriff. Wo sind die Pilze? Ich hab doch vorhin... Aha. Gesagt, ich will diesen Türgriff haben. So.
machen wir uns jetzt mal auf zu der Tür. Verwirrt. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo war sie? Hier. Was ist das denn? Minispiel. Was muss ich denn da machen? Finde die passenden Figurenpaare. Memory! Soll ich jetzt hier Memory spielen? Jetzt werden aber meine grauen Gehirnzellen ganz stark beansprucht. Also es gibt eine Person, die, wenn sie sich das anguckt, wieder quer in der Ecke liegt vor Lachen. Und zwar, ja, lieben Gruß an dich, Jamie. Ich weiß, du bist unschlagbar in Memory. Du denkst dir jetzt, ist sie so bescheuert? Ist es wirklich ihr Ernst? Ja, es ist mein Ernst. Ich habe bestimmt schon 20 Mal vorbeigeklickt. In der Zeit hättest du das locker mit... weiß ich nicht, maximal 2 Versuchen gehabt. Minimum. Wenn nicht, mit einem. Zack, 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 zack. Also, da ist dein Kopf einfach fitter, aber in deinem Alter hatte ich das auch noch. So, und jetzt? Was ist das? Achso, ich sollte vielleicht auch das letzte anklicken. Hieroglyphe. Wir haben eine Hieroglyphe erhalten. Und gibt es hier noch ein verstecktes Objekt? Weil meistens ist ja hier irgendwas. Hallo? Wir datschen jetzt alles an. Nö, hier ist natürlich nichts. Oh, nö. Das fehlt immer noch. Da haben wir noch kein Material. Aber wir haben Material, um den Gong zu schlagen. Und da gehen wir jetzt auch hin. Und zwar der Gong war doch hier. Im Tempel. War schon ein bisschen schwach. Ich hätte jetzt gedacht, da kämen jetzt immer ein ordentlicher... Sehr prachtvoll. Wirklich eine sehr prachtvolle Statue. Und normalerweise sagt man ja, man kann dem Buddha, beziehungsweise man soll dem Buddha immer das Bäuchlein streicheln. Also das könnt ihr euch merken, egal wo ihr mal seid und eine Buddha-Statue irgendwo seht, streichelt ihm und reibt ihm übers Bäuchlein. Ja. Jetzt denkt sich der ein oder andere, hat sie sie jetzt komplett alle, nicht mehr alle am Zaun, ist sie jetzt von allen guten Geistern verlassen? Nein, einem Buddha am Bäuchlein zu reiben, ja, das soll dem Brauch nach und dem Glauben nach Glück bringen.
Wir gucken uns den Guten mal an. Oh, da ist was. Oh ja, Afrika-Miniatur. Ist das ein verstecktes Expertenobjekt? Es fehlt etwas. Er hielt etwas in jeder Hand. In jeder Hand! In jeder Hand hielt er irgendwas? Muss ich jetzt... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hat er denn da alles festgehalten? Was hat der Gute festgehalten? Naja, ich würde sagen, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Essstäbchen, ja, im Inventar. Wir haben jetzt eine Hieroglyphe und die Afrika-Miniatur. Und ich, ja, die Miniatur kommt natürlich auf den Globus. Und ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Aber an dieser Stelle, mit diesem Bild, als letztes Bild, werde ich mich jetzt erstmal aus der zweiten Folge verabschieden. Und ja, werde mit euch dann in der nächsten Folge mich weiter auf die Reise begeben, die Miniatur hier einzusetzen und rauszufinden, wo die Hieroglyphe eingebaut werden muss und halt auch dementsprechend, was der Gute in seinen Händen ja, festhält oder eingesetzt werden muss oder was auch immer es bedeutet. In diesem Sinne, es war schön, dass ihr da wart, es war schön, dass ihr zugeschaut habt und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir ein Däumchen nach oben da und ich wünsche euch jetzt in dem Falle noch einen wunderschönen Tag. Bleibt alle so, wie ihr seid und ich sag dann erstmal ciao, bis zum nächsten Mal.